Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge Fallout Tactics. Okidoki, wir haben was zu tun. Wir haben hier ein relativ großes Gebiet, das wir klären müssen. Und ich sehe hier unten so ein Panzergeschütz stehen, ohne Unterbau, ohne Ketten. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Und unsere Pilotin kann sich im Grunde überhaupt nicht bewegen. Deswegen geht jetzt mal Power-Rüstungsträger Stitch ein bisschen vor. Und schaut sich die Sache mal kurz an. Ja, da haben wir tatsächlich einen Panzer. Das ist perfekt. Das ist wirklich perfekt. Der Panzer ist ziemlich gut. Die Frage ist, wie viel Munition haben wir? Keine Ahnung. Aber Stitch darf jetzt mal den Panzer fahren. Not. Nee, er darf ihn nicht fahren. Warum? Keine Ahnung. Braucht man vielleicht einen Mindestfahrerwert oder sowas, damit man den fahren kann? Ich weiß es nicht. Ich gebe jetzt mal schnell Toni diese neuen Reparaturkästen. Genau, weil dann kann unsere eigentliche Pilotin nämlich wenigstens gehen. Wenn sie auch immer noch total überladen ist. Aber wenigstens kann sie gehen. Oh, ein Panzer. Ey, das ist cool. Das ist cool. Der ist auch echt mächtig. Was, der hat nur 60 Trefferpunkte. Der hält aber nicht sehr viel aus. Da habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Vielleicht ist er kaputt. Ah, vielleicht ist er tatsächlich kaputt. Und deswegen fährt er auch nicht. Reparier ihn doch mal. Bei 60 kommen wir schon sehr wenig vor. Der hat doch bestimmt ein paar hundert mindestens. Aha, da haben wir es schon. Tatsächlich. Reparier ruhig noch weiter. 102 ist bestimmt nicht die Maximalenergie. Wenn irgendeine gerade Zahl mit 50 oder ganz 100 kommt, dann glaube ich's. Nee, da geht noch was, oder? Ich glaube, da geht noch was. Ja, 500 kommt mir richtig vor. So, einsteigen. Pilotin, Frau Panzerpilotin. Und Brian ist eigentlich gleich ein ganz guter Kanonier. Ach so, aber Brian, ich verstehe schon. Wartet mal. Kaiser. Du musst, glaube ich, mal die Munition hier in den Panzer legen. Und Brian. Hä? Brian? Jetzt. Du nimmst die Munition jetzt mal raus. Und lädst nach. So, wir haben aber nur 2 Schuss für das Ding. Das heißt, ich gebe ihm jetzt mal... Ach so, den Raketenwerfer. Dafür haben wir auch nicht mehr Schuss. Na, steig nochmal bitte kurz aus. Genau. Nein! Was macht er denn? Jetzt schießt... Was? Spinnst du? Hör auf damit! Was auch immer du da machst, hör auf damit! Nein! Hilfe! Ich weiß nicht, was hier los ist. Oh Gott, alles dreht durch. Brian... Warum schießt du denn Raketen da nach hinten einfach so? Habe ich da irgendwie hingeklickt? Habe ich dir irgendwie aus Versehen den Befehl gegeben, dass du wertvolle Raketen einfach irgendwo in die Prärie schießt? Du bist ein Idiot. Steig wieder ein. Genau, ich lasse ihn jetzt mal die Gatling. Wir heben uns die wertvollen Panzerschüsse wirklich dafür auf, wenn wir es brauchen. Ein Kaiser mit dem Panzer. Da drin sind wirklich welche. Ist das vielleicht sogar schon die erste Zone, die wir klären müssen? Jetzt muss ich mal kurz auf den Pitboy schauen. Ist das erste tatsächlich genau neben... Nee, das ist irgendwie ein optionales Gebäude, aber ich würde jetzt trotzdem mal da hinschauen. Ich würde Zepolonia zum Beispiel gern mal aufs Dach schicken. Damit die hier mal nachsehen kann. Okay, mindestens einen sieht sie da unten schon irgendwo oder hat sie gesehen. Oh, da kommen sie. Da kommen sie. Ich stelle den Panzer mal hier rein. So ein bisschen. Nur für den Fall. Ich hätte nämlich Angst, dass die jetzt gleich hier hochkommen oder so. Aber warte mal, hier ist wirklich die einzige Tür, oder? Ich könnte noch höher mit ihr. Ich könnte bis hier hoch. Nicht schlecht. Toni. Toni, geh doch mal. Komm doch mal kurz. Ich glaube, wir brauchen vielleicht deine Hilfe. P
Panzer flackert. Habt ihr es gesehen? Das Panzergeschütz. Ja, jetzt wieder. Wupp, 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 wupp. Das hat eine Tarnfunktion, aber es hat leider nur fürs Geschütz oben gereicht. Das ist das Blöde an dieser Tarnfunktion. So. Oh je, was sind denn das? Irgendwelche Spinnen. Was machen die denn hier? Roboter-Spinnen. Hilfe! Lauf, Toni. Schieß, Toni. Oh oh. Oh oh. Jetzt haben wir da hinten auch noch einen Roboter-Gegner. Ist da unten jetzt auch noch was? Oder auf wen schießt du? Shit. Shit, und ich habe nicht geladen. Ich weiß nicht, ob wir da wieder rauskommen. Das sieht nicht gut für Toni aus. Nee, ich glaube, wir müssen nochmal laden. Ach, dammit. Und ich habe nicht gespeichert. Aber ist gut. Es ist eh so viel schief gelaufen. Hilft eh nichts. Fangen wir nochmal schnell an. Ach, Mann, ey. Nervig. Oder? Damit habe ich nicht gerechnet, dass da oben die Party steigt. Aber wisst ihr was? Jetzt können wir alle zusammen gehen. Kaiser, gib mal nochmal deine Reparaturkits. Warum nicht gleich Brian? Der steigt eben mit ein. Ja, jetzt, wo läufst du jetzt bitte hin? Habe ich schon irgendeinen Befehl gegeben, wo du hinlaufen sollst? Und warum kann sie dann kurz laufen, ist dann aber überladen auf einmal? Fragen über Fragen. What? Was ist denn jetzt gerade passiert? Stitch ist an irgendwas gestorben. An dem da, oder? Der hat Stitch gesehen. Humanoider Bot hat Stitch getroffen. Tja, für was habe ich dir eigentlich eine Power-Rüstung angezogen? Wow. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Okay, dann machen wir es nochmal anders. Brian, nimm mal die ganzen Werkzeugkästen. Und noch ein paar. Außer... Ja, weil sie da immer runterläuft. Ich weiß gar nicht, warum. Weil Brian in seiner Power-Rüstung kann jetzt wahrscheinlich echt viel tragen. Nur so viel kann er gar nicht tragen. Ich hätte gedacht, er kann ein bisschen mehr tragen. Aber zumindest kann er... Ach ja, genau, er kann ja sowieso gleich die Munition nehmen. Jawohl. Und wir sind nicht mehr überladen. Und jetzt gehen wir ein bisschen vorsichtig hier so entlang, weil ich glaube, da schießt dann keiner mit irgendeiner One-Hit-Kill-Gatling auf uns. So, jetzt bitte alle einsteigen. Brian, du legst die Reparaturkits mal hier rein. Ah, warte, Brian, du musst nochmal aussteigen. Und jetzt nicht deine Raketen verschießen, okay? So. So. Okay. Das sieht schon besser aus. Genau, jetzt kann ich hier auf die Gatling gehen. Und ansonsten ist auch alles okay. Und Kaiser... Du nimmst jetzt mal die Reparaturkits raus. Und unten hier auf den Slot. Und reparierst mal den Panzer nochmal. Bis wir wieder bei 500 sind. Echt ärgerlich. Stellt euch mal vor, man hat hier keine Reparaturkits dabei. Kein Mechaniker. Kein Fahrer. Kein gar nichts. Dann steht hier der kaputte Panzer. Dann kann man hoffen, dass man noch ein altes Savegame hat. Na, ich glaube, man kann theoretisch die Mission ja auch verlassen, oder? Und wiederkommen. Nee, ich glaube, wenn man mal in der Mission ist, muss man sie... Man kann nach der Mission den Panzer abholen. Das dürfte funktionieren. Naja. Naja. Schon repariert. Der ist nicht. Mit gerade mal 296 Lebensenergie ist der nicht repariert. Da stimmt was nicht. Macht's jetzt noch was? Oder? Ah, jetzt. Okay, aber da geht noch was. Da müssen wir jetzt noch eine Runde reparieren hinzu. Klatschen. Oh, jetzt ist der Motor kaputt gegangen. Jetzt hat sie ihn überrepariert. Jetzt ist er kaputt. Nee, Quatsch. Nur ein Soundfehler. Wieder mal. Ja, 500. Sehr gut. So, was machen wir jetzt hier? Wie machen wir das jetzt hier? Hier ist es durchaus gefährlich, haben wir gelernt. Erstmal speichern. Damit das nicht wieder passieren kann.
Okay, jetzt kommt mal alle runter. Ich würde jetzt echt gern das Gebäude da drüben erobern und sichern, so als erstes, als erster Einstiegspunkt in die Mission. Damit wir einen Punkt haben, dann können wir unsere Sniper auf die Dächer stellen und scouten lassen. Und über die Brücke... Oh oh. Vorsichtig, vorsichtig. Und über die Brücke kommen wir dann auch gleich ins nächste, ins erste Questgebiet, wenn man so will. Wartet, nein, nein, das wollte ich nicht, mein Fehler. Zeppolonia, geh du nochmal hier hin, aber leg dich mal hin. Oh, von da oben kommt jemand. Ah, oder auch nicht. Or not. Huh. Hast du gerade jemanden durch den Zaun durchgesehen? Ihr seid alle verrückt, Leute. Ihr habt irgendwie Superkräfte heute, oder? Alle schießen doch irgendwelche Schlitze und... So. Aber da oben ist jemand. Wer ist denn da? Ein humanoider Bot. Beschädigter humanoider Bot. It's Panzer time. What? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was ist denn jetzt hier los? Okay, okay. Cool bleiben. Nichts passiert. Alles ist gut. Oh Gott. Oh, da fliegen noch Schüsse. Ich kann gleich mal speichern hier. Panik. Aber dann kommt da so ein komischer, vierarmiger Mr. Handy. Hey, schießt der hier auf einen Panzer oder wie? Panzer. Du lässt dir das gefallen. Ja, lässt er sich, weil er hier nicht rausfahren kann. Kannst du hier an dem Müll vorbeifahren, ohne dass du Toni überfährst, bitte? Das wäre echt super. Danke. Na komm, fahren wir jetzt näher hin. Gegen Granatenwerfer. Granatenwerfer und Gatling sticht Roboter. Ah, ich habe dich ja noch gar nicht eingestellt. Das sind die Regeln hier in unserem Team. Ja, der Panzer steckt halt zum Glück wirklich was ein. Kommen wir noch ein bisschen weiter vor. So, jetzt solltet ihr den aber echt töten können, oder? Sollte man meinen. Jetzt läuft er weg. Jetzt ist er blind. Ha. Wegen dem will ich jetzt echt nicht die Haubitze benutzen. Also das Panzergeschütz meine ich. Dürfte doch die Gatling reichen und der Granatwerfer. Ist hier aber irgendwie nicht benutzt, oder? Ah, weil sie so schlecht ist. Sie braucht eine kleine Waffe, wenn schon. Ja, müssen wir mal schauen, was wir finden. Die kriegen den echt nicht tot, oder? Ich glaube, ich spinne. Mit der Gatling. Mit der Gatling aus der Entfernung. Na, also. Oh Mann, ey. Oh Mann. So, leg mal ein bisschen Zeug ab. Und schau mal nach, ob der was für dich dabei hatte. Oh oh, nicht gut. Schnell wieder einsteigen. Einsteigen. Nicht töten lassen. So, haben wir. Ah, Panzer, unbezahlbar. Unbezahlbar. Wie heißen die? Eilbot. Okay, schauen wir mal, was der Eilbot dabei hat. Nix, das habe ich mir gedacht. Das habe ich befürchtet. Vielleicht ist, auch wenn sie wahrscheinlich damit auch nicht besonders gut umgehen kann, die Plasma-Gun die bessere Entscheidung, weil sie damit wenigstens nicht den Panzer oder Verbündete in der Nähe versehentlich beschädigt. Naja, mal schauen. Und ziel nicht, schieß nicht gezielt. Schieß nicht gezielt, weil das ist irgendwie... Oder? Da hast du ja noch eine schlechtere Trefferwahrscheinlichkeit. Ich würde jetzt echt gern... Jetzt wartet mal, ich muss das Spiel mal speichern. Nur für den Fall. Weil ich würde jetzt mit dem Panzer echt gern so ein bisschen die Straßen einfach patrouillieren. Und währenddessen könnte unser Bodentrupp-Team hier wirklich das Gebäude ein bisschen versuchen zu sichern. Wo ist eigentlich Stitch? Ach so, genau. Na dann. So, also Polonia darf mal aufs Dach klettern. Bei euch ist alles cool? Ja, alles cool. What? Das ist aber nicht cool. Was hinten? Was zur Hölle? Ist denn jetzt los? Die waren aber beim letzten Mal nicht da.
irgendwelche fliegenden Raketenwerfer-Drohnen. Oh mein Gott. Was ist denn jetzt los? Jetzt haben wir hier aber ein Problem. Das ist Krieg. Oh Gott. Ohne Scheiß. Yay! Stitch! Das war gerade ein großartiger Doppelkill. Der ist so großartig, der muss sofort gespeichert werden. Die Mission wird ein bisschen krass. Da müssen wir jeden kleinen Erfolg sofort speichern. Und jeden Misserfolg neu laden. Also, aufstehen! Schaut euch mal um. Wirklich? Ist jetzt hier gar nichts? Das glaube ich fast gar nicht. Geh du mal noch hoch, falls Roboterspinnen kommen. Bewach du mal hier so. Zeppelonia? Okay. Da sehen wir einen. Stitch bleibt cool. Den interessiert das gar nicht. Da hinten könnte man auch rein, habe ich gesehen. Ob uns das einen Vorteil bringt, weiß ich nicht. Hey, jetzt hat er mich noch getroffen. Ich meine, hat nicht viel getan und so, aber trotzdem sollen das. Sehr gut. Die halten aber schon was aus, oder? Die sind jetzt, glaube ich, vom Schaden her nicht super gefährlich. Ich kann jetzt gerade nicht einschätzen, was die Powerrüstung hier an der Stelle ausmacht. Aber aushalten tun die schon extrem. So, Stitch, weiß jetzt auch nicht, wie viel Schaden du jetzt von deinen Kameraden bekommen hast. Und wie viel von dem Spinnbot. Aber wir heilen dich einfach mal ein bisschen. Ist ja alles kein Problem. Entschuldigung, ich habe kurz einen Frosch im Hals. Aber nur kurz, einen kurzen Frosch. Der ist nicht besonders lang geworden. Warum sieht sie den Roboter da hinten nicht? Aber ich meine, gut, sie steht jetzt hier. Ich stelle mal sie noch daneben. Sie macht zwar nicht viel Schaden, aber trotzdem. Weil dann kann Stitch sich mal kriechend und mit einer vollgeladenen Schrotflinte bitte. Nein, zurück. Wenn man vergisst die eine Taste. Ich weiß immer nicht, ob es Steuerung oder Großschreiben ist, aber es ist Großschreiben. Umschalt, damit er auf dem Boden bleibt. Geduckt. Jetzt versuche ich mal geduckt hierher zu schleichen, weil da dahinter ist er doch, oder? Oder nicht? Hä? Oh, der ist ganz da hinten. Yeah. Die Flinte hat's drauf. Ich weiß gar nicht, was die für Munition geladen hat momentan. Weiß auch nicht, wie ich das... Also ich kann die ins Menü schieben. Ah ja, die grüne, da hat sie noch zwei Schuss jetzt. Die möchte er aus irgendeinem Grund unbedingt drin geladen haben. Die Munition, die geladen ist, macht hier bestimmt auch einen riesen Unterschied. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was für was gut ist. Mir wurde schon so oft gesagt, aber... I don't know and... I don't care. Hund? Aha, ein toter Hund. Okay, hier führt die Tür nämlich schon in einen Raum von einem Gebäude, oder? Das dürfte schon eins der ältesten Gebäude sein. Genau, hier sind wir. Gebäude 1. Leiter der Sanitäterdivision. Gut, aber jetzt will ich erstmal nochmal hier in dem Gebäude bleiben und das hier nochmal sauber machen. Das heißt, wir machen jetzt hier mal die Tür noch auf. Wenn es geht, wenn sie sich öffnen lässt. Ja, lässt sich ohne Probleme öffnen. Und hier oben ist nicht mal ein Gegner, aber eine Werkbank. Oh. Cool. Nehmen wir alles mit. So. Jetzt würde ich ganz gerne noch die Sniper nach oben auf das zweite Dach schicken. Auf die zweite Ebene. Da haben sie zwar keinen Schutz mehr, aber hauptsächlich um zu sehen, ob hier oben was ist. Aber es sieht nicht so aus, als wäre hier was. Aber wir können gleich noch ein bisschen scouten. Ich kann mir vorstellen, von hier haben sie eine gute Übersicht. Oh, was sehe ich denn da? Reaver. Unverletzte Reaver, die sich da oben versteckt haben. Okay. Hier haben wir den Panzer. Bisschen rauszoomen. Sonst sieht sie aber von hier nichts.
Dann schauen wir schnell da unten nochmal. Nein, nix. Wenn wir sie hierher gehen lassen, auch nichts. Da konnte sie doch beim letzten Mal schon auf irgendwelche Spider oder so Mr. Handybots schießen. Mensch, diese Raketenwerfer-UFOs, die machen mir ein bisschen Sorgen. Ich glaube, das sind ziemliche Panzerzerstörer. Oh Mann, ey. Na gut, das Dach ist gesichert. Jetzt weiß ich, dass da unten noch einer irgendwo im Eck rumkrebst. Aber ansonsten, ja, ansonsten ist das Gebäude jetzt erstmal gesichert. Und wir können jetzt dann gleich zum ersten richtigen Gebäude. Ich werde dann mit dem Panzer erst nochmal um das Gebäude rumfahren, ein bisschen scouten. Und dann schauen wir mal. Ah, hier wäre ein Eingang. Oh, da kann ich sogar mit dem Panzer in die Halle unten fahren. Das ist ja cool. Na gut, machen wir dann in der nächsten Folge, Leute. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Beim nächsten Mal, boom. Oder so, wahrscheinlich. Unter anderem. Es wird bestimmt mindestens eine Explosion geben. Schon allein, weil die ganze Zeit explodieren, sobald man sie beschießt. Macht's gut. Bis dann. Ciao.